Sie haben eine Veranstaltung zum Thema Lobbyregister hier in Berlin. Was hat Sie bewogen, heute hier teilzunehmen? Sie sehen ja nicht aus wie der klassische Lobbyist in Berlin. Ich komme auch direkt vom Boot reparieren. Ich war lange Jahre selbst Degepol-Mitglied, weil ich eine Firma hatte und jetzt bin ich stellvertretender Vorsitzender von Transparency International. Und da passt es ja ganz gut, jetzt auch hier zu sein und sich mal anzuhören, was die Berater hier dazu sagen. Können Sie mal erklären, was Degepol genau ist? Ja, das ist die Deutsche Gesellschaft für Politik. Das ist diejenige, die versucht, so sehe ich es jedenfalls, schon seit 15 Jahren sehe ich das, oder etwa 15 Jahren, nicht nur Transparenz, sondern auch eine gewisse Ethik in die Beratung einzubringen. Mhm. Und das habe ich immer sehr geschätzt und deswegen bin ich hier. Und meinen Sie, dass die Degepol sich ernsthaft für die Einführung eines Lobbyistenregisters einsetzt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hatte gedacht, Dominik Meyer hier zu treffen, den ich von früher kenne. Also bei Transparency bin ich jetzt seit ein paar Monaten aktiv. Mhm. Ich würde es mir wünschen. Aber ob es so ist, das weiß ich nicht. Transparency ist ja heute hier auch mit auf dem Podium. Wie stehen Sie selber zum Lobbyregister? Ich finde es richtig. Ich finde es richtig. Allerdings muss man schauen, in welcher Ausformulierung. Ich habe Gesetzesvorschläge gesehen, ich habe mein Ministerium geleitet, also ich weiß da, wovon ich spreche. Das finde ich übertrieben, aber im Prinzip das zu machen, ich finde den legislativen Fußabdruck eigentlich noch wichtiger, aber ich finde schon, dass man so ein Register einführen sollte. Jetzt hat Abgeordnetenwatch zusammen mit Lobby Control einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der ist ja zu kommentieren unter lobbyregister.org. Konnten Sie sich den schon mal anschauen? Ich habe ihn nur überflogen. Ich meine, er geht zu weit. Inwiefern? Ja, weil er zu detailliert aufschreibt, was alles gehen soll und was nicht gehen soll. Also da, aber das müssten wir wirklich in Ruhe mal diskutieren. Ja. Nicht hier so, bin ich auch nicht drauf eingestellt. Aber wie gesagt, ich sage Ihnen das so, wie ich es im Moment sehe. Und ich glaube, vielleicht gibt es ja auch Gelegenheit, da nochmal drüber zu sprechen. Auf jeden Fall, die Gelegenheit besteht ja fortan im Internet. Kann man ja kommentieren und da können Sie auch kommentieren. Und sodass dann alle Kommentare und Anregungen auch berücksichtigt werden können. Haben Sie denn den Dominik Meyer schon gesehen? Können Sie uns den mal kurz vorstellen? Nee, ich habe den noch gar nicht... Glaube ich, in den USA. Ach, der ist in den USA. Ich habe gehofft, bei der ersten Einladung, da war er noch auf dem Programm drauf. Mhm. Und jetzt habe ich aber gehört über Freunde, dass er wohl heute nicht hier ist, weil er in den USA ist. Ja. Das ist dann so. Alles klar. Wir hoffen, dass wir an anderer Gelegenheit mal mit Dominik Meyer direkt sprechen können. Aber Heiko Kretschmer, der Ethikbeauftragte, soll ja heute da sein. Der soll da sein. Den kennen Sie auch ganz gut? Oder? Den kenne ich nicht so gut. Oder vielleicht muss ich nochmal überlegen, das ist jetzt bei mir... Ich bin schon einige Jahre her, dass ich hier meine Firma hier hatte und deswegen weiß ich es nicht mehr so genau. Ich kenne ihn vom Namen her. Alles klar, dann vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja?